Guten Abend zur zweiten Veranstaltung der Eurasienabteilung im Rahmen des Programms DAI Insight. Ich begrüße Sie heute zum Vortrag von Professor Svend Hansen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sabine Reinhold. Ich bin dort am Institut Referentin für die Archäologie in Sibirien und habe die Freude, Herrn Hansen vorzustellen und den heutigen Abend auch zu moderieren. Svend Hansen hat in Berlin Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie und Religionswissenschaften studiert, das auch mit einer Dissertation zu den Metalldeponierungen zwischen Rhonetal und Karpatenbecken 1991 abgeschlossen. Nach einem Reisestipendium des DAI, das ihn sicherlich weit um den Mittelraum mehr Raum geführt hat, und einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Heidelberg wurde er wissenschaftlicher Assistent an der Ruhr-Universität in Bochum, wo er auch seine Habilitationsschrift Anfang der 1999 zu den Untersuchungen zu jungsteinzeitlichen und kupferzeitlicher Figuralplastik eingereicht und erfolgreich auch verteidigt hat. Nach einer Zeit als Hochschuldozent in Bochum wurde er dann 2003 erster Direktor der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, was er immer noch ist. Und in seiner Funktion als solcher ist er Herausgeber von etlichen Zeitschriften, Mitglied in vielen eurasischen Redaktionskollegien, war aber auch zum Teil eine gewisse Zeit Mitglied im Fachkollegium Alte Kulturen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wird uns heute eben einen Vortrag über die Archäologie, ich muss den Titel nochmal einschalten, über die Innovation, Wissenstransfer, Migration, Bronzezeit zwischen Kaukasus und Karpaten geben. Herr Hansens Vortrag ist Teil eines ERC Advanced Grant, den er 2019 bekommen hat. Und das ist vielleicht auch hervorzuheben, es ist eigentlich der einzige Advanced Grant der Europäischen Kommission, der in Deutschland einen deutschen Archäologen vergeben wurde. Es gibt durchaus ein paar andere deutsche Archäologen, die einen haben, aber in Deutschland ist Herr Hansen der einzige. Und der beschäftigt sich eben genauso mit diesen Themen, Innovationen zwischen Kaukasus und Karpaten. Und wir freuen uns auf den Vortrag. Bitte. Ja, vielen Dank, Sabine. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Forschungen zur Bronzezeit im Kaukasus sowie der nördlich anschließenden Steppenregion Richtung Karpaten im Westen, aber auch Richtung Wolga im Osten sowie im Süden, die Kontaktzone in den Iran und Nordmesopotamien sind aus mehreren Gründen besonders aktuell und dynamisch. Erstens wurde durch die Radiokarbonrevolution die Datierung der bronzezeitlichen Kulturen des 4. und 3. Jahrtausends erheblich verändert und noch immer sind viele Synchronlagen zwischen einzelnen Regionen nicht ausgearbeitet. Zweitens ist das eine Zeit, in der nicht nur Schlüsseltechnologien wie Rad und Wagen entwickelt wurden, sondern auch neue Formen der Herrschaft, der sozialen Organisation heraus sich herausbildeten in Mesopotamien erste Städte und Staaten. Drittens stellen neue Methoden der Bioarchäologie, insbesondere die Untersuchung alter DNA, bisherige Gewissheiten der Archäologie in Frage und weitere naturwissenschaftliche Methoden eröffnen völlig neue Perspektiven sozial- und wirtschaftsarchäologischer Art. Die Griechen verlegten den Ort, an dem Prometheus auf Befehl von Zeus angekettet worden war und ihm täglich ein Adler die Leber herausriss, um dann wieder nachzuwachsen, in den Kaukasus, ans Ende der Welt, in eine menschenleere Einöde, wie es bei Aischylos heißt. Tatsächlich erscheint auch aus dem Weltall der Kaukasus als ein Ende, eine scharfe und kaum überwindliche Grenze, ein 1100 Kilometer langes Gebirge zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Doch der Schein trügt. Man kann es umgehen und an verschiedenen Stellen relativ leicht überqueren. So im zentralen Bereich zwischen dem heutigen Tiflis in Georgien und Wladikawkas in Nordossetien, wo ein Übergang über die sogenannte Heerstraße, die im 19. Jahrhundert ausgebaut wurde, möglich ist, die entlang des 5049 Meter hohen Kasbek auf nur 2400 Metern Höhe durch das Gebirge an den versinterten Terrequellen entlang die Überquerung des Kaukasus ermöglicht.
Im Süden öffnet sich eine Beckenlandschaft mit den Flüssen Kura und Araxes, die vom kleinen Kaukasus begrenzt wird, aber offen in die Regionen des heutigen Iran, Syrien, Türkei und Israel ist. Im Norden schließt sich die Manitsch-Senke am Kaspisee und die nordpontische Steppe an. Im Norden ist der Kaukasus auch durch den Fluss Kuban, der in das Asowsche Meer mündet, mit dem Westen verbunden. Wir waren vor 2 Wochen mit Herrn Schlotzhauer in dieser Region. Der Kaukasus ist also keine Barriere, sondern wird gerne auch als eine Brücke bezeichnet, die das bronzezeitliche bzw. spätneolithische Europa mit den frühesten Städten Nordmesopotamiens verbindet. Die Reliefkarte zeigt, dass die Geografie für die Interkonnektivität zwischen dem Kaukasus und den Karpaten, aber auch bis in den Ostseeraum, beste Voraussetzungen bietet, denn man muss keine Berge überwinden. Die überregionalen Verbindungen spielten eine wichtige Rolle, denn der Kaukasus ist reich an mineralischen Ressourcen. Alle möglichen Metalle stehen in großem Maß zur Verfügung. So das Kupfer natürlich, aber auch Gold wurde seit dem späteren 4. Jahrtausend bergmännisch gewonnen, wie Forschungen des Deutschen Bergbaumuseums und des Nationalmuseums in Tiflis gezeigt haben. Nicht zu vergessen ist auch das Antimon, das in der Bronzezeit in Ratscha beispielsweise abgebaut wurde und etwa in ägyptischen Glasprodukten geochemisch nachweisbar ist. Der Kaukasus wurde im frühen 19. Jahrhundert in das Russische Reich integriert und damit zu einem neuen Grenzland. Wenig bekannt ist, dass Siedler, vor allem aus Süddeutschland, aus Südwestdeutschland, 1819 in den Südkaukasus kamen und viele von den vor allem schwäbischen Siedlern auch im Weinbau aktiv wurden. Aber nicht nur das, auch die Wissenschaft entdeckte den Kaukasus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. So Ernest Chantre aus Lyon und Rudolf Virchow aus Berlin, die etwa früheisenzeitliche Gräber in Ossetien ausgruben und ihre Funde weithin publik machten. Das 20. Jahrhundert war für die internationale Erforschung der Bronze- und Eisenzeit zwischen Karpaten und Kaukasus allerdings nicht gerade förderlich. Ausnahmen wie Alexander Häusler in Halle oder Renate Rolle in Hamburg bestätigen die Regel. Mit dem Ende der Sowjetunion begannen jedoch sofort gemeinsame Aktivitäten in Georgien, wie in Tachtiperda etwa oder etwas später in Russland auf dem Hochplateau von Kislovodsk, wo eine völlig neue bronzezeitliche Kultur entdeckt wurde. Seit 2005 wurden dann neolithische Siedlungen in Aserbaidschan und Georgien ausgegraben. Eine kleinere Ausgrabung galt dem bronzezeitlichen Siedlungshügel Tabakoni in Westgeorgien. Und gegenwärtig wird in unserer Abteilung auch an den spätbronzezeitlichen Horten in Georgien geforscht. Wenn man über die Bronzezeit im nordpontischen Raum spricht, spielen 2 genetische Studien heute eine wichtige Rolle, durch die gezeigt wurde, dass ab 2800, 700 vor Christus massive Migrationen dazu geführt haben, dass sich das genetische Profil der Menschen in Mittel- und Südosteuropa grundlegend geändert hat. Bis dahin war das genetische Profil weitgehend durch die ursprünglich aus dem fruchtbaren Halbmond und Anatolien stammenden neolithischen Siedler geprägt. Jetzt kam eine Steppen-Ancestry hinzu, eine genetische Signatur, die für die Steppenbewohner charakteristisch ist und die bis heute in die populäre Literatur mit der Yamnaya-Kultur, der Grubengrabkultur, verbunden wird. Mit dieser Yamnaya-Bewegung war aber offenkundig kein nennenswerter Wissenstransfer verbunden. Dieser fand nämlich bereits Jahrhunderte zuvor im 4. Jahrtausend statt. Die Basisinnovationen dieser Zeit waren folgenreich. Rad und Wagen revolutionierten das Transportwesen. Die Züchtung des Wollschafs war ein Riesenschritt in der Textilproduktion. Das Pferd, die Domestikation des Pferdes bedeutete eine erhebliche Beschleunigung, mit der man sich im Raum bewegen konnte. Und erst die Erfindung der Eisenbahn übertraf diese Geschwindigkeit. Neue Metalle wie das Silber kamen auf. Vor allem wurde an der Legierung des Kupfers experimentiert. Das war wiederum die Voraussetzung für effektive Waffen, wie das Schwert, den Stabdolch, die Lanzenspitze, allesamt Entwicklungen in diesem Jahrtausend. Die Olive und der Wein wurden kultiviert, die Grundlage für die mediterrane Trias gelegt. Schrift und Administration wurden entwickelt, neue Formen der Herrschaft entstanden. Ein Ausdruck dieser Herrschaften waren anthropomorphe Stelen.
Alle diese Innovationen entstanden nicht am gleichen Ort und hatten nicht die gleichen Konsequenzen. Viele dieser Innovationen zirkulierten aber schon zwischen Nordsee und Mesopotamien, lange bevor es Yamnaya gab. Wichtig ist festzuhalten, dass nicht nur diese technischen Objekte wie Wagen oder Rad weite Verbreitung fanden, sondern auch mediale Formen der Herrschaftsrepräsentation wie diese steinernen Stelen, die zwischen dem Kaukasus und dem westlichen Europa im 4. Jahrtausend aufgestellt wurden. Das zeigt, dass nicht nur Objekte zirkulierten, sondern sich auch die lokalen Gesellschaften in einem Transformationsprozess befanden und sich die sogenannten Eliten in ähnlicher Weise repräsentierten. Auch dies muss als Ergebnis von Kommunikation durch die regionalen Netzwerke hindurch verstanden werden. Dank eines Advanced Grant des European Research Council, Frau Reinholz hat es schon erwähnt, können wir einige dieser Innovationen genauer untersuchen, und zwar im Kaukasus, einer Region, in der wir mit der Entwicklung einiger dieser Techniken rechnen dürfen. Diese Forschungen werden natürlich in einem Team durchgeführt, hier in Berlin einerseits, und mit vielen Partnern in Russland und Georgien sowie mit Partnern aus den Naturwissenschaften. Und das Bild links unten gibt noch einen ganz unzureichenden Eindruck von den vielen, die in diese Forschung gegenwärtig involviert sind. Vier Innovationen stehen im Mittelpunkt dieser Forschung: das Silber, die Bronze, das Wollschaf sowie Rad und Wagen. Allesamt Innovationen, die man in rohstoffreichen Regionen, in waldreichen Regionen sich vorstellen möchte. Und es wird um den Aufbau einer stabilen 14C-Chronologie gehen, wofür wir auch selber in einigen Siedlungen kleinere Grabungen veranstalten müssen, um stratifiziertes Material zu gewinnen. In einem zweiten Projekt, gemeinsam mit Giulio Palumbi aus Nice, geht es im Südkaukasus um das Ende der Kura-Araxes-Kultur und das Aufkommen der sogenannten Kurgan-Kulturen in der Mitte des 3. Jahrtausends. Und die Frage ist, welche Faktoren für das Ende der weitgehend für egalitär gehaltenen Kura-Arax-Kultur wohl verantwortlich gewesen sein mögen. Ah, doch beginnen wir mit der Frühbronzezeit im Nordkaukasus. 1897 grub der St. Petersburger Professor Nikolai Wesselowski in Maikop im westlichen Kaukasusvorland einen etwa 12 Meter hohen Hügel aus, in dem er am Ende eine zentrale Bestattung fand, die zu großer Berühmtheit gelangen sollte. Der Kurgan von Maikop mit Unmengen von Silber und Gold und Edelsteinen war ein echter Schatz. Leider wurde das Grab nicht oder nur in Ausschnitten publiziert. Die ausführlichste Darstellung mit einer Rekonstruktion der Fundverhältnisse hat im vergangenen Jahr Juri Piotrowski vorgelegt. Das Grab war in drei Kompartimente unterteilt. Im größten war ein Mann, in den beiden kleineren eine Frau und ein nicht bestimmtes Individuum beigesetzt. Die überwältigende Zahl der Beigaben fand sich aber bei dem Mann. Hierzu gehören unter anderem zahlreiche Perlenketten aus Gold und verschiedenen Edelsteinen, die das Schmuckbedürfnis des Potentaten belegen. Zahlreiche Silbergefäße, darunter dieses berühmte Stück mit der Darstellung einer Gebirgskette, vielleicht der Kaukasus mit dem Elbrus, gehören zu den Beigaben, aber auch unverzierte Gold- und Silbergefäße. Herausragend sind zwei goldene und zwei silberne Stierfiguren, die im Wachsausschmelzverfahren gegossen wurden und zu den ältesten Belegen für dieses technische Verfahren des Metallgusses gehören. 70 goldene Appliken in Form von schreitenden Löwen waren vielleicht Teil eines Königsornats, eines Mantels. Vielleicht der Löwe als Symbol des Königs ist aus dieser Zeit auch auf Siegelabdrücken in Tel Brak und in Aslan Tepe belegt. Hier sind sie das unmissverständliche Zeugnis, dass die Herrschaft des Verstorbenen als die eines Königs verstanden wurde. Die Waffen und Werkzeuge aus dem Grab sind aus Arsenbronze, ein Set unterschiedlicher Geräte, eine Axt, eine Hacke, ein Beil, ein Meißel und ein großer Dolch. Zahlreiche Tongefäße komplettieren das Spektrum der Beigaben. Das Grab hat eine Generationen von Forschern, unter anderem so bedeutende Gelehrte wie Gordon Child oder Michael Rostovtsev, fasziniert.
Man konnte sich die Funde nur als Importe aus Mesopotamien erklären. Deshalb war lange die Chronologie an den üppigen Funden aus den Königsgräbern von Ur ausgerichtet. Das jedoch hat sich als großer Irrtum herausgestellt. Das Grab von Maikop ist wesentlich älter, vermutlich vor der Mitte des 4. Jahrtausends vor Christus angelegt worden. Also um vielleicht 3700, 3600. Die Wende der Datierung setzte mit einem Aufsatz von Marina Andreeva 1977 ein, in dem sie die Keramik der Maikop-Kultur mit Fundorten aus der Levante und dem nördlichen Mesopotamien verglich und die Maikop-Kultur richtig schon in das 4. Jahrtausend setzte. Der Grabhügel von Maikop kann selbst als eine Innovation verstanden werden. Er ist natürlich nicht das älteste monumentale Grabmonument, denn die großen bretonischen Megalithgräber, etwa von Barnenes, wurden bereits im 5. Jahrtausend vor Christus gebaut. Ein so großes Monument über einem Individualgrab aber stellte schon etwas Neues dar. Niemals vorher wurde ein solcher Bauaufwand für einen Einzelnen betrieben. Aber nicht nur der Hügel, auch die Grabausstattung mit Schmuck, Gefäßen und Waffen wurde für die Gräber der bronzezeitlichen Herrscher auch später ein maßgebliches Ausstattungsmuster. Wie gesagt, der Maikop-Kogan ist nicht ein Unikat, ebenso große und noch größere Grabhügel sind in einiger Zahl bekannt, etwa der Hügel von Urvan, nicht weit von Nalchik in Kabardino-Balkarien. Mit 135 Metern im Durchmesser war er 35 Meter hoch, heute noch 28. Diese großen Hügel sind sicher das Ergebnis auch von spezialisierter Arbeit, von Spezialisten, die die Arbeit zu organisieren verstanden. Raubgräber haben sich hier in den letzten Jahren einen spektakulären tiefen Schacht gegraben und die aus diesem Schacht stammenden 14C-Daten bestätigen, dass Urvan etwa der Zeit des Maikop-Hügels entsprechen sollte. Giulio Palumbi hat die direkte Beziehung zwischen der Größe der Kogane, der Komplexität der Grabeinbauten und der Konzentration spektakulärer Metallbeigaben als Ausdruck einer Ideologie interpretiert, die hierarchisierte Gemeinschaften zum Ausdruck bringt, die auf vertikalen Beziehungen beruhen. Die Einbettung dieser Hügel in die Landschaft versteht er als eine Strategie der Naturalisierung sozialer Organisation. Der Grabhügel wird Teil der Landschaft und die mit ihm verbundene, genauer in ihm materialisierte soziale Ungleichheitsstruktur wird damit zu einem Teil der Natur. Diese Beobachtung ist sehr wichtig, denn sie geht noch einen Schritt über den Gedanken hinaus, dass mit den Reihen von Koganen an Wegen beispielsweise oder größeren Gräberfeldern das hohe Alter von Besitzansprüchen einiger Verwandtschaftsgruppen legitimiert werden sollte. Diese Ansprüche sind aber vielmehr so alt wie die Schöpfung, wie eben die naturalisierten und naturalisierenden Hügel beweisen. Die Grafik von Sabine Reinhold zeigt, dass der Maikop-Hügel eingebettet ist in eine größere Gruppe von Großgrabhügeln und er, so exzeptionell er auch erscheinen mag, nur der gegenwärtig einzige Beleg für den gesamten Nordkaukasus ist, was die Grabausstattungen anbelangt, sozusagen ein Stand der Forschung. Tatsächlich handelt es sich um ein soziales, ökonomisches und kulturelles Phänomen, das für etwa 900 Jahre im Nordkaukasus bestimmt war und dessen Bedeutung für die nördlich anschließenden Regionen sich erst schemenhaft andeutet. Die neue Chronologie ist das Ergebnis der 14C-Revolution, die eine Revision der Chronologie im 4. und 3. Jahrtausend notwendig gemacht hat. Mehr als 50 Radiokarbondaten, immer noch viel zu wenige, aus Gräbern und Siedlungskontexten datieren die Maikop-Kultur zwischen 3900, 3800 und 2900 vor Christus. Sie umspannt also etwa 900 Jahre, doch ist die innere Gliederung dieser großen Zeitspanne noch ein Forschungsdesiderat. Es gibt nun die Chronologie, die jedoch mit der archäologischen Terminologie nicht übereinstimmt. Nach der russischen Terminologie ist die Maikop-Kultur frühbronzezeitlich, weil hier ja bereits Bronze, Arsenbronze, verwendet wurde. Wir befinden uns dann überregional in einem heillosen Chaos.
Südlich vom Kaukasus spricht man bis zum Beginn des dritten Jahrtausends noch vom Chalkolithikum, also Late Chalcolithic 3 and 4. Nördlich und westlich vom Kaukasus haben wir es mit der eneolithischen, also ebenfalls steinkupferzeitlichen Tripolje-Kultur zu tun. Im Karpatenbecken wird von Kupferzeit, aber auch von Frühbronzezeit der Badener Kultur gesprochen. Und hier im Norden, in Berlin, am Rande der bewohnten Welt, sind wir in der frühen Trichterbecherkultur, die dem Neolithikum zugerechnet wird. Auch die Konzepte der Archäologie ändern sich langsamer als die Realitäten. So ist eigentlich bis auf den heutigen Tag das vorherrschende Narrativ, dass man sich Maikop nur unter mesopotamischen Einfluss erklären möchte. Doch Uruk im Süden ist eigentlich in dieser Zeit noch nicht das, was es im dritten Jahrtausend dann sein wird. Aber die frühstädtischen Zentren in Nordmesopotamien, wie Tel Brak, Arslan Tepe, Tepe Gaura oder Hamukar, die in den letzten 30 Jahren stärker in den Fokus der Forschung gerückt sind, dürften hier tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Und die geografische Lücke, die zwischen Tepe Gaura etwa und Maikop klafft, wird heute durch die Leyla Tepe-Kultur etwas abgemildert, die in den letzten Jahren vor allem von Necef Musaibli in Aserbaidschan kontrolliert wurde. Im Fall des vierten Jahrtausends kommt man eben immer wieder auf dieses alte Narrativ zurück, dass die Welt in ein Zentrum und eine Peripherie geteilt ist. Die Innovationen aus Mesopotamien, dem Zentrum, stammen. Sie sehen das hier an den Pfeilen in der Karte von Andrew Sherritt. Doch lässt sich dieses Narrativ heute nicht mehr so einfach aufrechterhalten, denn die frühesten Nachweise für den Traction-Komplex kommen nicht eindeutig aus Mesopotamien, sondern für die Erfindung von Rad und Wagen kommen auch andere Gegenden, etwa der nordwestliche Schwarzmeerraum, in Betracht. Andere Innovationen, zum Beispiel im Bereich der Metallurgie, dürften ebenfalls andernorts erfolgt sein. Das ist jetzt Gegenstand einer Forschung, die mit der Hypothese arbeitet, dass der Erfolg der Zentren auch darauf beruhte, viele Innovationen aus den sogenannten Peripherien abzuschöpfen und in ein neues System zu integrieren. Wenn wir heute von Innovationen sprechen, verwenden wir einen Begriff, der vor allem von dem österreichisch-amerikanischen Ökonom Joseph Schumpeter im Jahre 1939 in seinem Buch Konjunkturzyklen konturiert wurde. Schumpeter ging im theoretischen Modell von einem wirtschaftlichen Gleichgewicht aus, das ohne Störung allerdings Stillstand wäre. Dieses Gleichgewicht werde in der Wirklichkeit aber immer wieder eben durch Innovationen gestört, seien es neue Produkte oder Produktionstechnologien. Den Innovatoren folgen die Imitatoren, die letztlich einen Anpassungsprozess erzwingen und dieser dann für die Nicht-Innovatoren, die an dem alten Festhalten, den Niedergang bedeutet. Technische Innovationen sieht er als Grund für die Existenz langer Konjunkturzyklen, die immer wieder von kurzfristigen überlagert werden. Diese langen Konjunkturzyklen hatte der russische Ökonom Nikolai Kondratjew bereits 1926 in einer Arbeit über die Existenz solcher langen 40 bis 60 Jahre währender Wellen im Archiv für Sozialwissenschaften publiziert. Die erste Welle war durch die Dampfmaschine, die zweite durch die Eisenbahn und die dritte durch Chemie und Elektrotechnik initiiert. Dieses auch empirisch detailliert unterfütterte Modell stand allerdings im Gegensatz zu dem in der damaligen Sowjetunion prognostizierten ökonomischen Zusammenbruch des Kapitalismus. Kondratjew wurde 1938 erschossen. Es herrscht weit über die Wirtschaftswissenschaften hinaus ein Konsens darüber, dass Innovationen Wachstumserzeuger sind und der gegenwärtig verwendete Begriff ist relativ weit gefasst. Er umfasst umstürzende Neuerungen wie das Smartphone, das selbst die körperlichen Bewegungen der Menschen im Raum verändern, bis hin zu Kleinigkeiten der Handhabung von Geräten. Mit dem Begriff Innovation wird schlicht auch ein Unterschied zum Begriff der Erfindung markiert. Die Innovation wird wirksam, wenn sie als Produkt oder Verfahren in den Markt
eingeführt wird. Die Bedeutung des institutionellen Rahmens wird in der Multilevel-Perspektive von Frank Gehls betont, der drei Ebenen unterscheidet, diese soziotechnischen Regime, die sich auf geteilte kognitive Routinen von Ingenieuren, von technischen Gemeinschaften bezieht, aber auch von sozialen Gruppen. Die technologischen Nischen, in denen auf der Mikroebene die radikalen Neuerungen entstehen, und das sind Spezialisten, das sind Außenseiter, Randakteure, die hierfür verantwortlich sind. Und dann gibt es so eine Ebene der Longue Durée, exogene Umwelten, soziotechnische Landschaften, in denen die Makroökonomie, die kulturellen Muster und anderes wirksam sind und die sich erst sehr langsam verändern, manchmal über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Das ist ein Modell, mit dem man eigentlich sehr schön die Innovationen auch in der Vorgeschichte ein bisschen detaillierter beschreiben kann, als wir es normalerweise gewohnt sind. Doch zurück ins vierte Jahrtausend zum Silber, das sicher weniger eine praktische Funktion besaß, als vielmehr für die soziale Repräsentation von Bedeutung war. Der Kaukasus ist, was die Fundzahlen anbelangt, hier sicher zweifellos ein Zentrum. Und ich kann so viel verraten, dass die Bleiisotopen der Maikop-Objekte nicht mit den bekannten Quellen in der Osttürkei beispielsweise übereinstimmen und wir woanders nach den Quellen für das Silber suchen müssen. Und hier ist natürlich auch der Kaukasus eine naheliegende Antwort. Die Innovation Arsenbronze ist hingegen schon für eine viel längere Zeitspanne extrem wichtig. Legierung des Kupfers, das heißt die Zugabe eines weiteren Metalls, das die Eigenschaften des Metalls verändert. Das Kupfer verliert seine rötliche Farbe und wird durch die Zugabe von Arsen grau und silbrig. Die Härte des Metalls nimmt signifikant zu. Und ein weiterer Effekt ist die bessere Gießbarkeit. Das Arsen wirkt ebenso wie das Zinn als Antioxidantium und verhindert die Blasenbildung im geschmolzenen Metall, was wiederum die gefürchteten Gusslunker, die Hohlräume im gegossenen Objekt vermeidet. Arsenbronzen sind für das gesamte vierte und dritte Jahrtausend charakteristisch, die Zinnbronze im Grunde nur für das zweite Jahrtausend, bis sie durch das Eisen abgelöst wird. Die lange kontrovers diskutierte Frage, wie das Arsen zum Kupfer gekommen sei, ist vor wenigen Jahren von Thilo Rehren, Louis Boscher und Ernst Pernitzka durch eine Untersuchung der Schlacken aus Arismann einer Antwort zugeführt worden, einer Siedlung im Iran, an deren Ausgrabung die Eurasienabteilung unter Leitung von Barbara Helwin maßgeblich beteiligt war. Und tatsächlich handelt es sich um Arsenspeis, dessen Zugabe zum Kupfer kontrolliert erfolgen konnte. Wir wissen zwar nicht, ob dieses technische Verfahren auch im Kaukasus bekannt und angewendet wurde, aber die technische Möglichkeit bestand in dieser Zeit. Und das ist ein Ansatzpunkt, das natürlich weiter vertiefend zu erforschen. Mit dem neuen Metall kommen neue Gerätetypen und Waffen auf, etwa die Schaftlochaxt, die noch im vierten Jahrtausend und dann im dritten Jahrtausend in ganz Südosteuropa bestimmt werden sollte. Jedenfalls gehören alle C14-Daten für die schweren alten Äxte des vierten Jahrtausends in diesen Zeitabschnitt. Und interessant ist auch, dass die kaukasischen Äxte aus Arsenbronze, die karpatenländischen hingegen aus Kupfer hergestellt wurden, also dort auch schon eine einheimische Produktion stattgefunden hat, was nicht überrascht, weil vorher die querschneidigen Äxte und anderes eine lange Tradition aufweisen. In Marinskaja, Kurgan 18, Grab 1, fand sich in jüngerer Zeit neben den Äxten auch ein Set weiterer Gerätschaften, wie dies ganz typisch für diese hochrangigen Gräber ist. Das Grab ist über C14-Daten in die Zeit um 3350 datiert und bildet einen wichtigen Anhaltspunkt für die Chronologie, auch für den Aufbau einer Keramikchronologie, die immer noch ein Desiderat ist. Aber auch daran arbeiten wir.
Besonders wichtig war das neue Metall für die Herstellung von Dolchen, da die Härte eine große Rolle spielt und die Gusslunker sich fataler auswirken als bei den massiven Äxten. Der Maikop-Dolch ist mit einer Länge von 38 cm ein technisches Meisterstück, schon ein Kurzschwert. Und die beiden Silbernieten zeigen aber, dass vor allem der Aspekt des Vorzeigens im Vordergrund stand. Die Verbreitung der Dolche im 4. Jahrtausend reicht noch bis Südfrankreich, erreicht aber weder die Iberische Halbinsel noch Westeuropa, und auch der Raum nördlich der Alpen bleibt weitgehend fundleer. Die Waffen verbinden den Kaukasus mit den nördlich angrenzenden Regionen, auch im Fall des Reflexbogens. In Novoswobodnaja, Grab 28.1, war die steinerne Kammer mit einem Reflexbogen und einem Köcher verziert. Und interessanterweise finden wir das ganz ähnlich auf einer Steinplatte in einem Grab bei Gölitsch, bei Leuna in Mitteldeutschland. Und Alexei Rezepkin hat das ganz zu Recht bereits miteinander verbunden. Jetzt gibt es immer so Reflexe, die sagen, das sei weit voneinander entfernt und eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es da einen Kontakt gegeben hat. Aber eigentlich sind 2800 Kilometer eigentlich nicht so viel für neugierige Leute. Jedenfalls gibt es Beispiele dafür. So brach am 6. Dezember 1801 Johann Gottfried Säume in Grimma bei Leipzig für einen Spaziergang nach Syrakus auf Sizilien auf, wo er am 1. April 1802 eintraf. Immerhin, die Alpen hat er überquert. 2180 Kilometer. Schon wenig später hat er sich dann wieder auf den Heimweg gemacht und erreichte Grimma im Sommer 1803 und lobte seinen Schuhmacher, denn er kam mit denselben Schuhen zurück, mit denen er aufgebrochen war. Natürlich möchte ich nicht behaupten, dass solche Wanderungen die Regel gewesen seien. Der Austausch fand normalerweise über regionale Netzwerke statt, die sich auch archäologisch erkennen lassen. Man kann diese weit entfernten Punkte archäologisch verbinden, wenn man beispielsweise die charakteristische Verwendung von bestimmten Zeichen untersucht. So finden sich die vegetabilen Zweigmuster oder der Lebensbaum, wie immer man das nennen möchte, auf einem Silbergefäß auf der Halszone in Maikop oder ebenfalls auf den Großgefäßen aus den Gräbern von Novoswobodnaja oder auf Stelen, die in Nalchik zum Bau einer Grabkammer verwendet wurden. Diese Zeichen sind im nördlichen Schwarzmeerraum für Steinkistengräber sehr charakteristisch. Etwa das Grab von Dolinka auf der Krim ist durch C14-Daten ebenfalls in das 4. Jahrtausend datiert. Man findet solche Zeichen in verschiedenen Keramikstilen, etwa der Salzmündener Kultur, wie hier gezeigt, oder eben der Kammer in Gölitsch oder einem Grab in Nordhessen, Zwischen. Zwischen ist ein Steinkammergrab, das wegen seiner Zeichen ebenfalls sehr bekannt ist. Und hier ist nicht nur der Lebensbaum prominent sichtbar oben, sondern auch ein zweites Zeichen, das berühmt ist, nämlich das Zeichen für Gespanne bzw. Wagen, wie man mehrere auf der unteren Steinplatte erkennen mag. Dieses Zeichen findet sich in den Alpen, aber auch in der Kamennaja Mogila in der östlichen Ukraine. Mit einem U und einem Strich hat man sich schon als Besitzer eines Gespanns verewigt. Und diese Gespanne waren natürlich prestigeträchtige Angelegenheiten. Ihr Besitz war aufwendig. Man musste die Ochsen trainieren, sie durchfüttern und genügend Anlässe haben, um sie zu benutzen. Interessanterweise fehlt dieses Zeichen östlich des Asowschen Meers im nördlichen Kaukasus bisher. Aber es fehlen nicht die Gespanne, denn hier sind sie durch diese bronzenen Knebel repräsentiert. In Marinskaja 5, Grab 25, wurden sie in situ an den Rinderschädeln dokumentiert. Und das zeigt, dass eben hier
andere Formen der Deponierung sichtbar werden, wie dies Sabine Reinhold herausgestellt hat. Im Kaukasus werden sozusagen die Teile des Antriebs in die Gräber gelegt, eben diese Knebel mit den Rinderschädeln und nicht das Fahrgestell, das wir vielmehr in den hölzernen Wagen im nördlich anschließenden Steppenraum finden, etwa in einem Hügel von Charachalsun, der über mehr als 600 Jahre verwendet wurde, von der Maikop-Zeit bis zur Katakomben-Grab-Kultur, in dem sich drei Wagenbestattungen aus unterschiedlichen Kulturen fanden. Und in Grab 18, das vielleicht interessanteste, denn der Mann saß noch auf dem Wagen und wies eine Reihe von verheilten Knochenbrüchen auf, die als typisch für die Fahrunfälle angesehen werden, sozusagen eine Momentaufnahme aus dem Fahren lernen. Wir wollen durch eine minutiöse Untersuchung der Räder herausfinden, welche Holzarten verwendet wurden, wo das Holz geschlagen worden sein mag, wie standardisiert die Räder waren und welche Schlussfolgerungen sich dafür für das Maß der Spezialisierung im Wagenbau finden. Und das da werden wir auch versuchen, möglichst viel etwa die Computertomographie einzusetzen, um diese Räder noch besser zu dokumentieren. Der Beginn der Wollproduktion bzw. der Züchtung des Wollschafs wird gegenwärtig nach Nordmesopotamien verlegt. Und in dieser Karte von Toby Wilkinson ist für den Nordkaukasus nur Felle und Leinen eingetragen. Tatsächlich gibt es im Nordkaukasus aber auch Nachweise für Wollstoffe, die in das 4. Jahrtausend datieren. Und die Frage, ob das möglicherweise auch eine einheimische Produktion sei, werden wir mit der genetischen Untersuchung der Schafknochen hoffentlich ein Stückchen weiterbringen. Es geht uns nicht so sehr darum, herauszufinden, wo wohl das erste Schaf mit einem Wollvlies gezüchtet wurde. Vielmehr dürfte neben dem Rind das Wollschaf in Verbindung mit Milchwirtschaft bzw. Käseproduktion eine der Voraussetzungen für die pastorale Lebensweise in der Steppe gewesen sein. Und deswegen ist das für diesen Raum von großer Bedeutung. Wolle war im 3. Jahrtausend bekanntlich ein überregional begehrter Rohstoff. Auch das Pferd spielt in der Haltung größerer Herden eine wichtige Funktion und eben der Wagen als ein wichtiges Element für den Transport. Wir sehen, dass verschiedene technische Innovationen kombiniert die Grundlage für eine neue Wirtschaftsweise werden konnten. Ich belasse es dabei hier und verweise nur auf Michael Fratetti, der zuletzt die Herausbildung der steppennomadischen Lebensweise umfassend dargestellt hat. Mit dem Beginn des 3. Jahrtausends endeten im Nordkaukasus die Bestattungen der Maikop-Kultur und wesentlich bescheidenere Grabausstattungen treten an die Stelle der vormals sehr luxuriösen Gräber. Diese Gräber sind in einer neuen Norm angelegt worden. Die Untersuchung von gut 50 menschlichen Genomen aus dem Kaukasus und der angrenzenden Steppe hat gezeigt, dass die Bewohner des Vorgebirges und die Bewohner der Steppe, so, obwohl archäologisch durch ähnliche Objekte verbunden, genetisch wenig miteinander zu tun hatten. Was sich aber zeigen lässt, ist, dass es keine Massenmigration aus Mesopotamien gegeben hat und auch die jüngere Maikop-Kultur kein Ergebnis einer Migration aus Nordwesteuropa ist. In einer weiteren Studie am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte konnte auch in unserem Probenmaterial ein Individuum identifiziert werden, das einen sehr alten Stamm von Yersinia pestis trägt. Es handelt sich um den Toten aus Grab 11 in Hügel 21 aus der Nekropole von Raschewatski in der Region Stavropol. Und auch dieser Hügel war nach C14-Daten über 600 Jahre belegt. Dieses Individuum ist direkt datiert und stammt im Grunde mit einem weiteren Nachweis, ist einer der ältesten Nachweise für den Pesterreger
mit einem weiteren Individuum aus dem Altai und gehört bemerkenswerterweise in die Zeit dieser großen Wanderungsbewegungen, deren genaue Abläufe und Auswirkungen wir noch nicht wirklich verstehen. War die Pest ein Faktor dafür, dass die einheimische neolithische Bevölkerung genetisch so stark zurückgedrängt wurde? Es ist nicht wirklich klar, wie die Kausalbezüge in diesem Falle zu bewerten sind, denn hierfür fehlen auch vielfach noch die entsprechenden Datenerhebungen. Aber die Pest war nicht die einzige Plage, wie auch andere Beschwernisse, wie das Bakterium Salmonella enterica zeigen, das den Menschen spätestens seit dem 4. Jahrtausend zusetzen. Neben Populationsgenetik und Krankheitserregern sind die Verwandtschaftsbeziehungen in diesen Hügeln eine wichtige Frage. Wir arbeiten gerade an einer Studie über die 60 Gräber aus dem Grabhügel von Marfa. Die Ältesten gehören in das 34. Jahrhundert vor Christus und sind der Maikop-Kultur zuzurechnen. Die Jüngsten gehören in die Katakombengrabkultur. Und dieser Hügel und auch andere geben uns einen Einblick und lassen uns erstmals verstehen, wie die innere Struktur solcher Hügel tatsächlich sich über Verwandtschaft oder eben auch Nichtverwandtschaft darstellen wird. Ich sagte bereits, dass wir einige kleinere Grabungen durchführen werden und hier werden wir eine Grabung in Orchosani an der georgisch-türkischen Grenze durchführen. Eine Siedlung, die in das 37., 36. Jahrhundert datiert, die schon von Irina Gambaschitze vom Archäologischen Zentrum des Nationalmuseums in Tiflis im Rahmen von Rettungsgrabungen teilweise ausgegraben wurde und die hier einen ganz neuen Aspekt der dieser Zeit in diesem Raum zum Vorschein bringt. Eine andere Grabung, Samschwilde, ist ein Platz, in der der ebenfalls schon von Guram Mirziolava Forschungen durchgeführt wurden und die nun mit Levan Chabashvili fortgeführt werden können und uns hier alles schon bereitet wurde, sogar das Grabungshaus. Und eine dritte Grabung, deren Vorbereitungen gerade laufen, wird in der Nähe von Novopavlovsk in einer ausgedehnten Maikop-Siedlung gemeinsam mit Andrei Belinsky stattfinden. Die Entwicklung im Nordkaukasus, im Südkaukasus könnte unterschiedlicher nicht sein. Während im 4. Jahrtausend im Norden die Gräber der Maikop-Kultur opulent ausgestattet sind, sind im Süden Kollektivgräber mit wenigen Beigaben vorherrschend. Im Süden beginnen die Gräber um die Mitte des 3. Jahrtausends sich komplett zu verändern, ein ganz starker Einschnitt. Und als ein Indiz mag nur der Löwe von Snorri dienen, der die Ikone unserer Ausstellung im Archäologischen Museum in Frankfurt war. Er fand sich in einem Grabhügel und ist mit seinen 2,8 Zentimetern Höhe doch auch eine kleine Insignie eines frühen Herrschers im Alasani-Tal um 2400. Und nicht weit entfernt von der Fundstelle des Löwen hat Surab Maharatze Ananauri III einen über 20 Meter hohen Grabhügel ausgegraben, der ein ganzes Haus enthielt mit zwei Wagen, deren Räder über 1,60 Meter hoch sind und die zeigen, dass eben hier ein tiefgreifender Wandel stattgefunden hat. Und wir wollen wissen, welche Rolle etwa das Klima dafür gespielt haben mag, denn wir sind ja im Bereich des bekannten 4.2 Events, einer rapiden Klimaverschlechterung. Und da wollen wir versuchen, über die Auswertung von Hölzern ein Stück weiterzukommen und zugleich auch die Zahl der Radiokarbondaten, die für diesen Zeitraum minimal wenige in Georgien sind,
deutlich zu vergrößern. Natürlich auch andere Quellen dazu benutzen, die vorhandenen Pollenarchive etwa in einer langfristigen Perspektive zu betrachten. Lange war die Forschung im Kaukasus nicht im Fokus der Bronzezeitforschung Europas. Doch das hat sich schon mit einer ganzen Reihe von Forschungsgruppen geändert. Und gegenwärtig wird bereits ausgegrabenes Material in großem Stil neu untersucht, werden die verschiedenen naturwissenschaftlichen Analysen daran angewendet. Und wir werden auch den Datenbestand weiter erheblich vergrößern und damit sowohl für die Erforschung des 4. Jahrtausends in Südosteuropa als auch für die südlich des Kaukasus anschließenden Fundlandschaften einen Impuls bilden, denn der Kaukasus ist ein Scharnier für Dinge, die lange voneinander getrennt betrachtet wurden, die aber sich im Kaukasus zusammenführen lassen und die in eine gemeinsame Perspektive gerückt werden können. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in unsere Forschungen habe geben können. Gerne hätte ich häufiger gesagt, wir haben statt wir werden. Wir alle warten ungeduldig auf unsere Impfungen und hoffen, dann bald wieder in den Kaukasus fliegen zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Sven. Normalerweise würde jetzt hier der Applaus aufscheinen. Das ist natürlich hier im elektronischen Format etwas stiller. Ich würde jetzt gerne das Publikum bitten, Ihre Fragen zu stellen. Bitte stellen Sie die in den Chat. Ich werde sie dann entsprechend vorlesen. Wir haben auch schon welche. Und tatsächlich würden wir uns auf viele Diskussionsbeiträge freuen. Ja, der erste Diskussionsbeitrag oder die erste Frage oder diesen beiden Fragen, ich fasse sie dann zusammen, stammen von Christian Horn und gehen zu den Stabdolchen, nicht unbekannt. Und die erste Frage ist, ob die Waffen auf der Seele von Ashranakiran als Stabdolche angesprochen werden könnten. Und wenn Schwerter und Stabdolche aus Metall im 4. Jahrtausend anscheinend entwickelt werden und Kommunikationsnetzwerke zwischen Europa und dem Kaukasus bestehen, beeinflusst sich die Entwicklung beider Waffengatten? Gibt es da bestimmte Nachweise dafür? Die Frage von Christian Horn. Da fragt mich natürlich jetzt der weltführende Spezialist für Stabdolche aus. Also ich würde sagen, die beiden Dinge gehören insofern zusammen, weil vielleicht der Stabdolch oder die frühesten Stabdolche eben an ihr ein Ausdruck sind, dass man mit dem Gießen langer Klingen, wie eben 60 Zentimeter langer Schwerter, nicht so klar kam und das den Stabdolch sozusagen als eine Alternative dazu entwickelt hat. Also ich glaube, dass die Dinge schon irgendwie aufeinander sich beziehen lassen, aber eben nicht in direkter Form. Ja, ich guck's mit dem virtuellen Hintergrund. Vielen Dank. Jetzt kommen sehr viele Grüße und herzlichen Dank ein. Gibt es noch direkte Fragen? Ja, hier kommt eine Frage zum Wollschaf. Wie können Sie die Herkunft der Wolle durch eine Untersuchung der Schafsknochen klären? Die Wolle, das Textil, kann ja auch importiert sein. Ja, wir wollen versuchen, die Herausbildung eines Wollflieses sollte in der Genetik sich finden lassen.
Und wir wollen die Schafknochen aus dem Nordkaukasus eben daraufhin untersuchen, beziehungsweise nicht wir, sondern das wird Dan Bradley in Dublin tun, inwiefern wir es hier mit einem mit Wollschafen zu tun haben oder nicht. Die Herkunft der Wolle könnte man über Strontium-Isotopen herausbekommen. So hat man das beispielsweise ja auch in Europa für verschiedene Textilien sehr gut klären können, dass etwa in Dänemark Textilien aus den Ostalpen importiert wurden. Ja, nur die Fragen purzeln jetzt. Eine Frage von Johnny Apakeze. Also nochmal, wenn Sie die Fragen unterschreiben, dann lese ich die Namen dazu. Wenn nicht, dann stelle ich ihm die Fragen. Woher kommen, also von Johnny Apakeze, woher kommt im Südkaukasus die Kurgankultur? Ist das mit den großen Veränderungen und Migration im Norden zu verbinden? Und wenn es wirklich so ist, warum hat dann die frühe Kurgankultur mehrere Jahrhunderte gebraucht, um die Kura-Arax-Kultur im Kaukasus zu ersetzen? Tja, also es liegt natürlich irgendwie so ein bisschen nahe, das alles miteinander zu verbinden. Aber ich glaube, dass wir da vielleicht weniger an wiederum Migrationen denken müssen, als vielmehr an einen als einen Prozess, der im Südkaukasus selber stattgefunden hat und der nicht sozusagen dort eingeführt wird, sondern aus verschiedenen Faktoren sich speisen kann. Und das ist ja gerade der Gegenstand dessen, was wir hier mit verschiedenen Herangehensweisen zu erforschen suchen. Also die Beantwortung dieser Frage hoffe ich, ein bisschen präziser geben zu können nach den 3 Jahren oder 4, die wir zusammen an diesem Projekt arbeiten werden. Ja, die nächsten beiden Fragen fasse ich auch mal zusammen. Was weiß man über die Zugtiere der Gespanne und welchen Nachweis gibt es Nachweise für Olivennutzung im 4. Jahrtausend? Also, die Zugtiere, weiß man natürlich, ja, das sind Rinder, die in verschiedenen anderen Regionen, wenn sie als vollständige Skelette überliefert sind, auch die entsprechenden Deformationen an den Knochen besitzen vom Ziehen oder vom Joch. Und ja, die Olive spielt natürlich im Nordkaukasus keine Rolle, sondern die gehört in das Gesamtspektrum dieser Innovationen, Kultivierung findet in der Levante im 4. Jahrtausend statt. Ja, dann die nächste Frage. Gibt es Bestattungen, wo Einflüsse aus beiden Kulturen, Kura-Arax und Maikop, zusammenzufinden sind? Nein, ich wüsste jetzt keine und wir müssen ja auch, es gibt auch einen kleinen chronologischen Shift, den man auch berücksichtigen muss. Ja. Es gibt, glaube ich, ein Gefäß, aber zumindest nichts Systematisches. Eine weitere Frage richtet sich an die klimatischen Verhältnisse in dieser Zeit. Hat ein günstiges Klima zu den Entwicklungen geholfen? Wir sind gerade dabei, das ist vor allen Dingen der Ansatz, den gerade Sabine Reinhold, aber auch unser Dendrochronologe Ingo Heinrich verfolgen, dass sie eben versuchen, aus den vorhandenen Hölzern in den Gräbern so etwas wie eine Klimakurve zu erstellen. Vielleicht sagst du dazu gerade selber was, weil das ist ja eigentlich
Ja, also ich möchte mich jetzt natürlich als Moderatorin da nicht wirklich einmischen, aber es ist tatsächlich so, dass dieses vierte Jahrtausend im Nordkaukasus zumindest nachgewiesen, bislang noch schlecht, aber über Polen nachgewiesen, eine eher trocken-warme Periode war. Das ist ja auch das Ende des Atlantikums. Und die Steppenvegetation bis weit ins Vorgebirge reingeragt hat, also bis an den Gebirgsfuß lang reingeragt hat. Aber es war wohl sehr gleichmäßig. Also es waren keine großen Schwankungen innerhalb des vierten Jahrtausends mit einer Ausnahme in der Mitte. Von daher kann vielleicht weniger das günstige Klima als das sozusagen vorhersehbare Klima, zumindest für die Maikop-Epoche, was geholfen haben. Für die anderen Epochen, die Klimadaten vor allem im Nordkaukasus sind noch sehr schütter. Das hört Die sich. Klimafrage war von Janis Aslanis, der auch viel grüßen lässt und sich für den Vortrag be bedankt. Ja, wir hätten noch eine weitere Frage zu den Unterschieden zwischen Nord- und Südkaukasus anhand der elitären und egalitären Gräber. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Entwicklungen erklären, wenn es diese Verbindungswege gab? Also ich glaube, dass man die Entwicklungen dieser, sagen wir, elitären Gräber unbedingt miteinander verknüpfen soll. Ich versuchte nur die Entwicklung im Süden des Kaukasus und im Norden zu kontrastieren, weil man eben verstehen muss, dass es unterschiedliche Entwicklungen sind, dass es nicht parallel läuft, also weder im vierten noch im dritten Jahrtausend, und dass die Entwicklungen eben aus den regionalen, aus den lokalen Gemeinschaften verstanden werden sollten, und wir jetzt das eine nicht vom anderen ableiten können. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt sozusagen Modelle für die Darstellung von Herrschern, die bilden sich im vierten Jahrtausend heraus. Ich glaube, Maikop ist so ein Modell, das dann für eine lange Zeit auch wirksam ist und nicht nur im Kaukasus, sondern in vielen anderen Regionen, das immer wieder aktualisiert werden kann, aber das nicht sozusagen genetisch mit all diesen anderen jüngeren Entwicklungen dann in Verbindung steht. Dann kommen noch einige Gratulationen zu den spannenden Forschungen. Hat das Publikum noch weitere Fragen? Bitte stellen Sie die jetzt in den Chat. Und solange das passiert, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Was kannst du dir als die wirtschaftliche Grundlage dieser Systeme vorstellen? Denn solche Grabhügel baut man nicht einfach so. Und da muss es ja ein ökonomisches System dahinter gegeben haben, was überhaupt dazu führt und es ermöglicht, dass man diese Hierarchien auch, wie soll man sagen, also ich sage es mal aus der Perspektive von unten, durchfüttern kann. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, das Durchfüttern, weil die Mobilisierung von Arbeitskraft eigentlich immer das prekäre Problem darstellt. Und wenn das nicht gelingt, kann man auch keinen Grabhügel von Urwan bauen. Das ist ja nicht eine Angelegenheit, die man in ein paar Wochen erledigt, aber es ist auch keine Angelegenheit, die man über 100 Jahre streckt, sondern da muss schon ein klarer Bauplan existieren. Und ich denke, dass auf der einen Seite die Produktion von tierischen Ressourcen, also Rinder, Schafe mit den entsprechenden Fellen, auch der Wolle,
ein Faktor war. Und dann darüber hinaus auch eine solide Landwirtschaft, ohne die man sich das Ganze, glaube ich, nicht vorstellen kann und ohne die die Grundversorgung auch nicht funktioniert. Also man kann nicht nur allein von den Rindern leben. Und danke. Ich das denke, ist ja auch ein Punkt, der noch viel zu wenig für das dritte Jahrtausend im Nordkaukasus erforscht ist und wo wir eigentlich mit den Siedlungsgrabungen ja versuchen wollen, hier ein Stückchen Abhilfe zu schaffen und das botanische Spektrum aus den Fundschichten ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, das ist das A und O, dass man eben erstmal auch versteht, vor welchem ökonomischen Hintergrund eigentlich die Phänomene zu sehen sind. Aber wir haben eine neue, weitere Frage von Johnny Apakize zu den technischen Innovationen im vierten und dritten Jahrtausend. Ob dieser Prozess im Kaukasus überall gleich war oder ob es bestimmte Regionen gibt, die rückständiger waren und was das archäologische Material für die frühen Etappen dazu aussagen lässt, ob zum Beispiel im Ostschwarzmeergebiet diese technologischen Innovationen, dieses hohe technologische Niveau auch schon überhaupt vorhanden war. Also da sehe ich eigentlich ein großes Problem darin, dass wir gucken auf den Kaukasus schon aus einer gewissen Art von Vogelperspektive, weil man einfach sehen muss, dass in diesem dann schon wieder großen Raum relativ wenige archäologische Denkmäler aus dieser Zeit wirklich erforscht sind. Und sowas wie eine Mikroarchäologie der Region, wie man das vielleicht in so einem Raum wie so einem gut erforschten Raum wie Süddeutschland machen kann, das sehe ich im Kaukasus eigentlich nicht. Ja, und die nächste. Dauert halt ein bisschen, bis wir an den Punkt kommen, zu sagen, in dem Tal war es heller und in dem Tal war es dunkler. Ja, also ich denke, die nächste Frage wirst du gerne beantworten. Wie ist das Verhältnis zur Entstehung und Verbreitung des Indogermanischen? Das ist nämlich eine Diskussion, die wir gerade sehr intensiv geführt haben in der letzten Zeit. Und ich denke mal, da hast du sicher eine Antwort drauf. Ja, da gibt es eigentlich nur die Antwort drauf, dass es dafür im archäologischen Fundmaterial überhaupt keinen Ansatzpunkt gibt, denn die Sprachzeugnisse der indoeuropäischen Sprachfamilie sind ja viel jünger und gehören ins zweite Jahrtausend, wir haben da gar keine Anhaltspunkte über die Sprache derjenigen zu spekulieren, die Träger der Maikop-Kultur waren oder die im nördlichen Steppenraum gelebt haben oder im Karpatenbecken. Also wir versuchen, die Dinge zu beschreiben, die wir mit klaren Datierungen versehen können und die wir eben auch archäologisch in einen Kontext stellen können, aber die Fragen der Sprache, auch die Frage der Religion, an was haben die Menschen geglaubt, das werden wir nicht über die archäologischen Quellen uns erschließen können. Und man sollte sich davor hüten, diese Dinge, die man sagen kann und wissen kann und die man nicht sagen kann und nicht wissen kann, miteinander zu vermengen. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Aktuell nicht. Jetzt doch kommt noch eine Frage zur Organisation eines so großen Projektes. Wie werden die Projektpartner in Georgien und aus eingebunden? Ja, ganz eng und wir im Moment natürlich nur virtuell, aber ansonsten sind wir schon auch in der einen oder anderen Richtung immer am Reisen und am
Das ist ganz eng miteinander verknüpft. Ja. Ja, ich denke, wir sind dann auch am Ende. Die Diskussion ist ja auch schon etwas fortgeschritten. Herzlichen Dank nochmal an den Referenten. Herzlichen Dank an die Kommentare. Wie gesagt, die Dankesreden und nein, die Glückwünsche purzeln hier rein im Chat. Und das wird mich jetzt nun auch dazu führen, im Grunde genommen zu den nächsten Veranstaltungen in DAI Insight überzuleiten. Ab der nächsten Woche wird die Abteilung in Kairo übernehmen. Der erste Beitrag wird dann in englischer Sprache stattfinden von Daniela Rosenow, denke ich mal, und Mathieu Götz über Dashur Recent Research in the Old Kingdom Settlement. Sie sehen dazu auch hier schon die erste Folie. Das ist die eine Ankündigung, die wir gerne machen. Und Sie können sich jetzt auch gleich dafür schon registrieren. Und die andere Ankündigung, zu denen Sie auch gleich eine Folie sehen, ist die Tatsache, dass am 5. Mai, am 5.5., der Jahresempfang des Deutschen Archäologischen Instituts stattfinden wird, allerdings tatsächlich dieses Jahr in virtueller Form. Und den Festvortrag wird Frau Sporn aus Athen halten. Und auch hierfür können Sie sich gerne registrieren. Auch hier sehen Sie die Folie im Hintergrund. Und die wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile bleiben. Ich werde jetzt mal den Chat nochmal anschauen. Genau, im Chat sind die entsprechenden Links auch noch zu sehen. Und ich denke, damit verabschieden wir uns mit einer sehr schönen Diskussion, mit einem sehr schönen Vortrag und geben den Staffelstab weiter an die Abteilung in Kairo. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Zumindest von mir auf Wiedersehen.